heute uns was vorlesen. Ja, ich möchte euch auch alle begrüßen in dem wunderbaren Namen Jesus Christus. Ich wollte euch für heute die Losung bringen. Ja, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit allen Freuden und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Wobei jetzt noch ein Lied her, um uns in Stimmung zu bringen. An Weisheit und Seele erwartet es uns verheißen, wenn sein Volk in Einheit seinen Namen ruft. Darum lasst uns nun auf sein Antlitz schauen, denn seine Kraft in uns nun erbaut. Denn der Geist des Herrn erfüllt diesen Ort. Wir sind und stehen in Erwartung vor ihm. Drum lasst uns frei sein, denn so der Geist des Herrn ist. Da ist Freiheit, die uns gerade verspringt. Wir wollen offen sein und wir wollen uns erfreuen an den Gaben, die uns Jesus schenken will. Er lässt uns einen Weg, von dem wir nehmen sollen. Denn er gibt uns jetzt das, was uns noch fehlt. Und lasst uns offen sein. Darum lasst uns nun aufeinander schauen. Seine Kraft wird uns nun erbauen, denn der Geist des Herrn erfüllt diesen Ort. Thank you.
hoffe, ihr seid jetzt etwas frei. Wie es ins Lied gesagt ist, lasst uns frei sein. Und wir wollen jetzt die Kollekte einsammeln und ich mache mein Portemonnaie frei. Mit Geldbeutel. Nein, wir haben natürlich die Unkosten jeden Monat und die wollen wir damit ein bisschen decken, nur wie jeder kann. Und wenn es nur 50 Cent sind, egal, also das kommt überhaupt nicht. Das ist aber nicht weit. Und dabei wollen wir noch ein Lied hören. Damit es lustiger ist. Damit es lustiger ist. Gemeinschaft und darf sich auch mit einbringen. Da
Er muss nicht hier Mitarbeiter sein oder sonst irgendwas, sondern wenn man hierher kommt und hier zuhört, gehört man schon dazu. Man kann Jesus dienen draußen auf die Straße, egal wo. Wenn man Menschen nur ein gutes Wort tut und sagt, Jesus liebt dich oder sonst irgendwas, dann tut man das Werk von Jesus weiterverbreiten. Und das ist das, was wir eigentlich wollen und was Jesus will. Dass wir die Evangelien, das gute Evangelium verbreiten in die ganze Welt, dass so viele Menschen wie möglich errettet werden. Und was ich jetzt sagen will über Gemeinschaft, und zwar der Apostel Paulus, ungefähr 60 Jahre nach Christus, der hat an verschiedene Gemeinden geschrieben. Nach die Zeit, da gab es viele Irrlehren. Die Gemeinden sind verschiedene Meinungen gegangen. Und die hat Paulus Richtlinien gegeben. Da gab es zum Beispiel in die Gemeinde Kolosser, die wollten mit einbringen die jüdische Gesetze. Die waren sehr streng mit Speiseregelungen und Sabbatvorschriften. Dann wollten sie aber mit reinbringen die griechische Gesetze, griechische Beispiele. Und die hatten wieder viel Irrelehre mit falschen Anregungen. Sie sagt zum Beispiel, es gibt höhere Erkenntnisse vom gleichrangigen Geisterwelt, philosophische Welterklärungen, das wollten sie alles mit in den Glauben reinbringen. Menschliche Überlieferungen. Und Paulus sagt dagegen beides nicht gut. Und sagt, allein in Jesus Christus und nur in ihm liegt alle Weisheit, die ganze Fülle. Mehr als Jesus Christus braucht die Gemeinde nicht. Und ich möchte uns jetzt als Gemeinde einfach nur 4 Verse vorlesen. Geht ganz schnell. Der erste steht in Kolosserbrief 3, Vers 12 bis 13. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben, mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben. Selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein, denn auch Christus hat euch vergeben. Oftmals denken wir sind im Recht und wollen drauf stehen bleiben, aber wir sollen dann lieber hinwegsehen, denn Jesus hat über alles hinweggesehen. Wenn er wäre auf sein Recht stehen geblieben, dann wären wir schuldig ohne Ende gewesen und dann hätte er niemals die Schuld auf sich genommen von uns. Und das sind so wie jetzt Barmherzigkeit, Liebe, Güte, Bescheidenheit, das sollten wir alle in uns lernen und weiter ausbreiten. Das ist schwer, aber wir müssen es einfach versuchen. Die Liebe untereinander ist ganz wichtig in das ganze Thema Christenheit oder Gemeinde. In 1. Korinther 13, Vers 4 bis 5. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und sie ist nicht nachtragend. Dann habe ich jetzt hier noch einen Vers. 1. Korinther 15, Vers 58. Meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt fest und unerschütterlich in eurem Glauben. Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst, nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. Und den Vers, den habe ich jetzt in die letzte Woche erkannt, in unseren Brüdern, meine Cousins, in Gino, Tyrone und Franco. Hals ist trocken. Meine lieben Brüder, seid fest und unerschüttert im Glauben. Das habe ich jetzt gemerkt. Sie waren fest in ihrem Glauben gewesen. Der Glaube tragt sie durch die schwere Zeit. Und setzt euch mit voller Kraft für den Herrn ein. Und das haben sie gemacht. Hier mitgebaut, bis auf den letzten Tag. Einen Tag nach dem Beenden, sofort hier und mitgebaut und gemacht und getan. Nicht für uns, um uns zu helfen. Nicht für Menschen, sondern für Jesus Christus, für Gott. Und da habe ich mich das als Beispiel genommen und habe gesehen, es funktioniert. Und Jesus,
Es wird nie irgendwas in der Bibel sagen, was wir nicht schaffen können. Aber wir schaffen es nur mit ihm. Er hat uns alles vorgelebt. Alles, was er erzählt und getan hat. Er wird nie irgendwas sagen, was er nicht getan selber hat und was er nicht schaffen wird. Er hat alles geschaffen und getan. Kolosserbrief, der 1, Vers 17 bis 18. Denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens, der auch als erster von den Toten zu neuem Leben auferstand, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Amen. Amen. Wir haben jetzt noch zwei Lieder, die letzten, und dann kommt der Bruder Karl und die Predigt.